Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde. Ein großes Tal, aber du siehst es nicht, weil du dich gerade zu sehr auf den Boden dieses Krugs konzentrierst. Okay, Lady. Ich wollte gerade eine Anmoderation machen. Dieses Krugs interessiert mich ganz ungemein. Chen, immer noch am Biersaufen. Ich werde ohne dich gehen. Ich löffe nicht. Ich brauche keinen stinkenden alten Onkel, der mir die Hand hält. Okay. Warum bist du so ungeduldig? Hast du Angst, dass die Nebel zurückkommen, bevor ich ausgetrunken habe? Nun, jetzt schon. Braut sich was zusammen? So. Damit hallo. Nachdem die beiden sich dann mal entschlossen haben, nicht mehr zu reden, rede ich jetzt. Los geht's. Und da wartet ein großes Tal, aber du siehst es nicht. Oh, jetzt fängt die schon wieder an. Oh, hello Shadow Warlock. Hallo Shadow Warlock, das ist jetzt schon das vierte Mal, dass wir uns begegnen, oder? Ja, Lili, aber der Boden dieses Krugs interessiert mich ganz ungemein. Mein Fässchen wird ziemlich schnell immer leerer. Ich habe von einer Brauerei im Südwesten gehört. Wir sind auf dem Weg dahin. Wollt ihr uns begleiten? Ja, tschüss. Neue Geschichten. Um Himmels Willen, lauf los. Schnauze, renn, los. Komm, nicht wieder denselben Text. Ich glaube, wir haben uns lang genug aufgehalten. Die Donnerfußens sind ja gute Leute, aber sie haben nicht mal genug Bier, um ein Fässchen zu füllen. Lass uns etwas zu trinken suchen. Was meinst du, Lili? Bin dabei. Wenn Bier dich zum Aufstehen bewegt, dann sicher. Lass uns Bier für dich finden. Bier. Auf Wiedersehen, Shang. Viel Spaß bei Trübtrunk, Kinder. Und nochmals danke. So. Wir dürfen weiter. Endlich. Ich habe beschlossen, Folgendes zu machen. Ich werde doch mit 89 nochmal einen Ortswechsel begehen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde vielleicht doch nochmal die Schreckensöde machen. Onkel, schau. Für da ein vorne Level. Ist jemand. Sieht komisch aus. Wir sind hier die Fremden, Lili. Wir sehen für ihn wahrscheinlich noch viel seltsamer aus. Nur weil wir mit diesem Fremdling reisen. Wen? Den Lehrwandler. Entschuldigung, aber ihr stecht schon hervor. Stimmt, der Lehrwandler stecht wirklich hervor. Hallo, Fremder. Moin. Wir suchen einen Braumeister namens Trübtrunk. Kennt ihr ihn? Ich will eigentlich nur ein Level ab. Trübtrunk, wer will das wissen? Ich bin Chen und das hier ist meine Nichte Lili. Ich bin Shadow Warlock. Könnt ihr was gegen Shenling ausrichten? Abfackeln! Aber sicher doch. Auf der wandernden Insel habe ich bestimmt mehr als 1 Million Schädlingen verprügelt. Wow. Ihr habt ein Schädling-Problem? Wir helfen euch gern, Trübtrunk. Ja, das tun wir. Los. Ich wohne gleich um die Ecke. Kommt, und zwar genau da unten. Ziehen wir den Viechern eins über. Jo! Ich habe gesagt, dass er komisch ist. Für Ruhm und Ehre! Ah, das ist aber viel Plot heute hier. Ja, und zwar wünsche ich gerne nochmal die Schreckensöde. Und zwar eigentlich nur für wegen einer Person würde ich da gerne hinwollen. Um quasi nochmal ein wenig auf die Geschichte, wie man zu den Klaxi kommt, darauf einzugehen. Das ist quasi für mich so, von mir so ein kleines Tribut an eine Geschichte, die sie geschrieben hat über die Klaxi. Und deswegen möchte ich das gerne doch noch machen. Ich dachte mir, das ist echt ein guter Augenblick. Schöner Tag. Servus. Grüße und Grüße. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich habe hier nicht viel Gesellschaft. Außer, es will jemand mein Gebäu kaufen. Natürlich. Wenn ihr Bier sucht, seid ihr hier genau richtig, Nachbarin. Entschuldigt das Durcheinander. Hatte in den letzten Tagen ein Problem mit Chatling. Bis bald. So. Hey, yo. Bevor ein Fass aufgemacht wird, gibt es noch Arbeit. Diese Chatling sind kein bisschen anders als die Chatling auf der wandernden Insel. Eine Plage, die sich so schnell vermehrt wie die Kaninchen, denen sie ähneln. Natürlich könnten wir jeden einzelnen Chatling töten, aber wozu unnötiges Blut vergießen? Schalten wir einfach ihre Alpha-Tiere aus, damit sie nicht mehr so damit sie sich nicht mehr so schnell fortpflanzen. Ist gut. Bis zum nächsten Mal. Onkel Chen sagt, wir werden diesem Kerl mit seinem Chatling-Problem helfen. Kein Problem, ich liebe es, Chatling zu ärgern. Das ist der Plan. Wir malen ein paar Rüben orange an und dann lassen wir die Chatling glauben, es seien Karotten. Das wird ein Riesenspaß. Ich werde Rüben besorgen. Such dir in der Zwischenzeit etwas zum Herstellen von essbarer Farbe.
In Ordnung, wir sehen uns. Okay, ist eine coole Quest. Und zwar die... Ich glaube, die Alpha-Viecher, die sahen echt cool aus. Die wir jetzt hier gleich umnieten müssen. Hey, Shatling. Oh, ein Reh. Ach, wir müssen ja Tierblut organisieren. Hm. Okay, machen wir erstmal hier. Eins. Jetzt dürfen wir unschuldige Bambis killen, ja? Damit wir nicht die Shatling versehentlich töten. Versteht ihr das? Die, die wir eigentlich loswerden wollen. Nee, ich bin nicht schlau aus der ganzen Nummer. Ich kann kein Bambi töten. Eigentlich will ich auch gar kein Bambi töten. Ich will erstmal Blumen pflücken. Blumen pflücken macht glücklich. Blumen pflücken ist toll. Ja, ja, epische Helden pflücken Blumen. Hm. Okay. Und zwar sehen die Alpha-Tiere echt so ein bisschen krank aus. Wie ihr seht. Voll gepanzert. Und voll bewaffnet. Mit einer Suppenkelle. Ja, schon irgendwie lustig. Ayu, die Bratpfanne. Toller Name. Bäm. Der ist hin. Da ist der andere. Genau, die Klaue. Mit einem Schlüpfer. Oder einer Windel. Vielleicht eine Mischung aus beiden. Wir müssen auch Tierblut organisieren. Lustige Sache hier bei den Add-on noch. Bei den UI. Konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil das immer nur kommt, wenn man sich gerade frisch eingeloggt hat. Wenn man sich frisch eingeloggt hat, dann laufen hier so über den Bildschirm so ganz dezent einfach mal so ein paar Credits ab, wie als wenn man so eine Serienfolge guckt. Und das ist ja am Anfang auch immer so, dass am Anfang der Folge kurz mal noch die Namen eingeblendet werden von den Produzenten oder die halt damit gearbeitet haben. Das ist lustig. Echt cool aus. Ja. Sag mal, wie voll sind eigentlich... Oh. Voll. Ja, die können wir auch töten. Die geben auch Tierblut. Ich habe kein Ziel. Oder auch nicht. Okay, dann nehmen wir euch. Wir müssen noch Hoppelkoller töten. Ich glaube, ich weiß, wo der sitzt. Das war da hinten irgendwo. Scheiße. Du hast Bambis Mutter getötet. Verdammt. Warte mal. Wo ist der denn? Ach nee, der ist da unten. Hoppelkoller ist da unten. Dann werden wir mal da runterlatschen, habe ich gehört. Zumindest in der Richtung. Da ist er doch, oder? Nee, ist ein Wolf. Naja, kommt mir auch gerade recht. Alles fast tot. Der wird gerade vom Hirschtod geprügelt, kann das sein? Oh, der hat scheinbar echt den Kürzeren gezogen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Normalerweise läuft es immer anders rum. Gib mir dein Blut. Gehen wir Gott sei Dank mehr als genug. Da oben sitzt er. Der ist der, der am schärfsten aussieht mit seiner Punkfrisur. Komm mal runter. Mit seinem Monokel. Fetzt schon. Und er starb. Haben wir jetzt die Shatling? Na. Mann! Ich will dich looten. Lass mich dich looten. Hm. Ist echt ein spannendes Duell zwischen den beiden. Und wir sind schon fast in der Nähe vom Halbhügelmarkt. Was mich mal interessieren würde, ob ich danach erstmal zum Schrein der... Sieben Sonnen oder irgendwie so, der zwei Sonnen oder ach, keine Ahnung. Komme oder ob ich da erst, oh, er hat überlebt. Dafür überlebt er nicht mich. Oder ob ich das erst tatsächlich über Kunlei freischalten muss. Wenn ich das erst über Kunlei freischalten muss, dann machen wir das natürlich nicht.
Dann habe ich da, also mit Schreckenshöhle. Dieser Zauber ist noch nicht dann bereit. Fehlt mir ein wenig die Ambition dafür. Aber ist ja nicht schlimm. Schön wäre es allerdings, weil die Klaxi-Quest-Reihe ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Eigentlich auch so eine sehr interessante Geschichte davon abgesehen. Plup, plup. Guck mal, der hat Blut. Der hat bestimmt viel Blut. Ich muss näher ran. So, hast du den Rest? Jawohl. So will ich, so lobe ich mir das doch. Plup. Ab durchs Gebüsch. Hi. Chen nickt. Gut gemacht, Shadow Warlock. Ihr kämpft nicht schlecht. Was meint ihr? Schließen wir uns für das zusammen, was als nächstes kommt? Was denn? Wir haben uns an die Alpha-Männchen gekümmert. Jetzt geht es an die Alpha-Weibchen. Shadlinge sind nicht besonders wählerisch, wenn es um die Fortpflanzung geht. Aber oft gibt es eine dominante Mutterfigur. Die ist normalerweise größer, fieser und zäher als alle anderen. Wisst ihr, ich hätte nichts dagegen, meine Fähigkeiten bei einer Baumutter auf die Probe zu stellen. Kann ich gemeinsam mit euch kämpfen? Nein. Reicht gut. Was macht ihr gerade? Dein Zeug abgeben. Habt ihr das Zeug, um die Farbe herzustellen? Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Rüben eingesammelt. Hey, 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 ihr habt Blut mitgebracht. Ich schätze, ich hätte mich erstmal selbst umschauen sollen, bevor ich euch gebeten habe, mir etwas Rotes zu bringen. Also wirklich. Lilly wendet sich wieder den Zutaten zu, zerstampft die Blütenblätter und mischt dann etwas von dem Blut dazu. Sie fängt an zu kichern. Onkel Shen hat mir noch immer noch im Auge. Das heißt, sobald komme ich nicht von hier weg. Es liegt wohl an euch, diese Rüben in meine natürliche Karotten zum gewundenen Gewürz zu bringen und für mich abzuliefern. Das sollte nicht schwer sein. Werft einfach das Gemüse vor ein paar Shadlinge und seht euch ihre Reaktion an, wenn sie herausfinden, dass es sich in Wirklichkeit um eine Rübe handelt. Gut, lasst uns los. Okay. Hi. Guten Tag auch. Ihr und dieser Chen seid gute Leute, da ihr mir gegen die Shadlinge so helft. Ich bitte nicht gern um einen Gefallen, aber ich lehne auch keinen ab. Wenn ihr dabei seid, diese Karnickelmänner zu ärgern, könntet ihr dann auch nach ein paar Hopfensäcken Ausschau halten? Bin mir ziemlich sicher, dass die letzten Nacht ein paar davon haben mitgehen lassen. Benutzen sie bestimmt als Kissen. Okay. Bis dann. Ja, ich habe so wenig geschlafen. Lese ist schwer heute. Hui. Uiuiui. So. Schädling, 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 Schädling. Ablenkung. Möhrchen. Möhrchen am Arsch. Oh, eine Möhre ist aufgetaucht. Eine wilde Möhre ist aufgetaucht. Geil. Wir haben Level ab. Plöpp. Wir sind jetzt Level 89. Und eigentlich müssten wir in die Schreckenshöhle. Machen wir gleich. Wir machen erstmal die Quest jetzt hier noch fertig. So, die müssen wir wegmachen. Die könnten sonst mies werden. Einer will's immer wissen. Ich brauche ein Ziel. So, wir müssen die Hopfensäcke hier wegklauen. Und dann werden wir uns so um Schufa kümmern. Cooler Name übrigens. Du nicht neben Möhre. Was fehlt
So. Was zur Hölle? Gut. Sauber. Oh cool, die sind hinter mir respawned. Das ist zu weit entfernt. So, und Schufa ist da unten. Lass mal den Pendeln hier weghauen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, dann hier rüber mal wegkloppen. Schufa. Wow. So, Leerwandler. Ja, überleben. Wollt ihr nicht Shen mit anschließen? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wow. Was hat der da? Oha. In die falsche Richtung, aber kann ich noch nicht wirken. Ja. Was? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aus, als hätte ich es gerade rechtzeitig geschafft. Nein. Kann ich noch nicht wirken. Ich brauche. Und da war er down. Ich lasse euch hier aufräumen. Wir sehen uns bei Trübtrunk wieder. Ich komme mit. Warum darf der eigentlich an den vorbeilaufen? Wenn ich da nur mal kurz mich anlehne, habe ich die gleich in der Backe, alle. Ich könnte sogar rüber schweben lautlos, die würden mich entdecken. Chen stampft da lang. Ich habe kein Ziel. Das ist nicht fair. Okay, warte mal. Hier, du nicht. Nimm Möhre. Möhrchen. Wir sind Glückspilze. Lasst uns sie essen. Bam! Geprankt. So. Hi. Fuck. Ab in die Schreckensöde. Den Shadowpanen daher. Und das machen wir auch dann gleich. Wir geben jetzt nur noch die Quest hier ab. Und dann werden wir uns mal auf in die Schreckensöde machen. Hallo. Oh, hallo. Grüße und ja, Grüße. Das hatten wir schon. Dieb ich bis ins Mark. Ich habe genug davon, diese Shatling zu sagen, sie sollen sich von meinem Land fernhalten. Ah, danke sehr, die Dame. Ihr seid echt süß, eine echt Süße. Ja. Der will was von uns. Hey! Muhahaha, ich liebe es, Shatling zu ärgern. Was? Ihr geht schon? Ihr seht ein wenig ausgetrocknet aus. Das sollten die Shatling zumindest für ein paar Wochen in Schach halten. Genug Zeit für Trübtrunk, ungestört ein paar Bierchen zu brauen. Und gehört das etwa nicht zu den wichtigen Dingen im Leben? Weiß ich auch so. So, Chen, es tut mir leid. Aber... Nee, wir werden... Ach komm, das Bier trinken wir noch. Möge eure Reise lang sein. Wir trinken noch das Bier. Trübtrunk, das ist ja fantastisch und stark. Ja. Danke. Die meisten Leute hier finden es besser als alles, was diese Brauerei Sturmbräu so herstellt. Habt ihr gerade Brauerei Sturmbräu gesagt? Ihr kennt noch mehr Sturmbräus hier in Pandaria? Aber natürlich! Sie sind die größte Braufamilie im ganzen Tal. Meine Brauerei, meine Familie, mein Stammsitz. Moment mal, ihr seid ein Sturmbräu? Ja, das bin ich. Sagt, wo ist diese Brauerei Sturmbräu? Ich muss sie mit eigenen Augen sehen. Einfach nur hier die Straße entlang, aber... Bin schon unterwegs. Lili, du bleibst hier. Ich hole dich später ab. Versprichst du mir, keine Dummheiten zu machen, während ich weg bin? Nein! Ja, natürlich. Meinetwegen. Er hat mich tatsächlich mit diesem seltsamen Trübtypen zurückgebracht.